Hallo zusammen, Dano hier von Plaquetica und ich bin hier auf einem Campingplatz. Aber nicht auf irgendeinem Campingplatz, sondern ich bin hier im Hellfest. In Frankreich, genauer gesagt in Glisson. Und heute möchte ich euch in diesem Video so ein bisschen meine Eindrücke von diesem Festival wiedergeben. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist ein sehr schönes Festival. Warum? Es ist mit dieser extra Portion Liebe gemacht, die einfach vielen Festivals fehlt. Es hat so viele Details und die ganze Stadt, die alles, was sie hier drum umbauen, ist so geil gemacht, mit so viel Liebe zum Detail. Und es macht richtig Spass, da durchzulaufen. Vom Gelände her ist es sehr kompakt, es hat überall Bäume und so und verschiedene Bereiche. Wo eben verschiedene Gestalten sind, zum Beispiel die bestimmten Bühnen, die so vom Stil her gleich auf der gleichen Bühne läuft. Es sind glaube ich 6 Bühnen, wenn ich nicht irre. Recht viel und das alles auf einem recht kleinen Platz. So. Das heisst, man ist sehr schnell eigentlich von einer Bühne auf der anderen. Das ist zum einen sehr cool, zum anderen, und das ist so das Negative am Festival, es hat sehr viele Leute. Das ist auch ein klar, wenn man so ein Festival geht, es ist ja natürlich ein recht grosses Festival, aber es sind zu viele Leute für auf diesem Raum. Wir stehen einfach sehr vielen Orten, stehen wir an, egal ob es jetzt für auf Schiff ist, für irgendetwas zu holen, die Merch sind wir ewig angestanden, oder schon mal für reinzukommen. Durch das übrigens ein sehr, sehr geil gemachte Eingangstor. Hat es ewig gedauert. Wir sind sehr viel im Anstehen hier, aber wenn man eins drin ist, dann geht es dann eigentlich. Aber grundsätzlich kannst du nicht mal den Huren wegkrabbeln. was auch noch ist aufgefallen ist, es ist relativ super. Auch was die Scheisse so angeht. Selbst am Morgen, wenn man da drauf geht, ist wirklich so, die sind wirklich recht super. Auch hier wieder ein bisschen das Problem, es hat sehr viele Leute und sehr wenig Scheisse. Also zum Teil steht man dann einfach relativ lang an. Lustig zu sehen ist die ganze Parkmentalität der Franzosen. Die haben wirklich eine sehr interessante Art zu parkieren. Sie parkieren nämlich einfach irgendwo überall her. Also die Strassen sind voll einfach mit Autos bzw. die Strassenränder. Und das hat auch so ein bisschen zur Folge, dass es so ein bisschen verkehrsmässig ist, nicht ganz gut organisiert war. Es hat, Es hatte einen Hurenpuff. Und es hat unsere Kollegen, die wir noch getroffen haben, von der Schweizer kommen mit dem Auto, die so gesagt, die Kasse sei der Horror gewesen, mit dem Karren durchzufahren. Darum, wir sind mit dem, der Rest mit dem Auto gekommen, aber sonst mit dem Flugzeug. Und es war relativ easy gewesen von dem her. EasyJet, ja. Und das hat keine Werbung gemacht, aber es war easy gewesen. Auch vom Kuder her, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Es ist recht aufgeräumt gegenüber allen. Hat das, so das gleiche wie bei der Scheisse. Es ist ziemlich sauber. Und ja, da schauen sie schon sehr drauf. Und was mich auch überrascht hat, sind vor allem die Franzosen gesehen. Ich meine, bei uns, wir haben ja die Welschen. Und dann habe ich auch so ein bisschen gedacht, dass die Franzosen so ein bisschen, auch so sind. Aber es ist nicht so, die sind wirklich sehr nett und so alle zusammen. Ich verstehe die meisten Englisch, also man kann sich recht gut durchschlagen, auch wenn man kein Französisch kann hier. Ah ja, und das hat ein Riesenrad. Und bin ich noch nicht gesehen, kann ich heute vielleicht noch. Und ich kann sagen, da kann man bei den Typen beim Pissen zuschauen. Ist jetzt nicht unbedingt der Grund für das Riesenrad, aber ja. Das Highlight war gestern Abend. Twisted Sister hat zum letzten Mal gespielt im Hellfest. Und nach der Show hat es ein Feuerwerk also richtig geiles Feuerwerk. So eher auch so ein bisschen vom Lemmy. Das war richtig cool gewesen. Allgemein auch schon von den Shows her. Wirklich sehr schön gemacht. Musikmässig hat es mir gedacht, es hat überall zu viel Bass drin. Es ist zum Teil ist Gitarre nicht so gut gehört etc. Aber sonst, da haben wir recht rum, dass die Anlage. Wenn ihr also so gerne noch viele Leute habt und grössere Festivals, dann ist das ein Besuch auf jeden Fall wert. Das ist eines der schönsten Festivals, die ich je gesehen habe. Und auch vom Line-up her, sehr genial. Sehr viele geile Bands gehabt dieses Jahr.
Und ja, schaut doch mal für People Hellfest. Ich kann es nur empfehlen. Vergesst eure Pissflaschen nicht. Und ja, das war es mit dem Video. Merci für mal fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Wenn ihr gerne viele Leute habt, dass ihr gerne noch anstehen. Das ist cool!